Ja, hier sind wir wieder. Es war alles nur ein schlechter Traum. Selbe Position. Was ich mir auch überlegt habe, das weiß man vorher nicht. Ich hätte vielleicht aus einer anderen Richtung ankommen sollen, wisst ihr? Weil hier sind wir so mittendrin. Aber jetzt ist es erstmal zu spät. Ich glaube, von hier kann man ankommen. Ja, ja, Norden, Westen. Das wäre vielleicht noch intelligenter. Ich mach noch mal einen Versuch hier. Jetzt tun wir die mal weg. Und nur die Chang hier hin und hoffen das Beste. Found a hostile. Ja, das, man hat überhaupt keine Chance. Das ist. Alle de! Naja. Wir sind alle alarmiert, aber naja, wenigstens kann sie hier aus der sicheren Entfernung von hinten zuschlagen. Das soll doch eigentlich klappen. Yes. Okay, das ist gut, das ist gut. Die haben. Ach, jetzt nicht hibbelig werden. So, das speichern wir jetzt mal. Dann habe ich hier schon den Sektor-Dings, um mir das nicht kaputt zu machen. So. Jetzt bleiben wir ganz ruhig, alle. Habt ihr gehört? Und gucken uns die Lage mal an. Also, das war jetzt ein wesentlich besserer Start. Der hat zwar irgendwie gerufen. Ach, ich bin nur noch groß. Aber er hat die nicht wirklich alarmiert. Jetzt wissen wir ja, hier sitzt einer drauf. Hier ist eine erhöhte Position. Aber am problematischsten war eigentlich dieses Ding. Keine Ahnung. Also, ich möchte mal ein paar Sachen ausprobieren. Das Spiel ist so fies zu uns, dass ich jetzt mal gucken möchte, was passiert. Nichts ahnend. Ich möchte an ihn hier ran. Also nur mal gucken, was geht. Ich habe es gespeichert. They found us. Naja, keine Chance. The foreigners are here. To arms. Ja gut, wenn man das liegt halt alles an der Mod, also das macht, ich habe ja den Stealth-Entdeckung auf, was ich hochgechest in meinem Wahnsinn. Aber gut, wenn es so ist, dann gehen wir anders vor. Dann machen wir Brute Force. In so einer Situation ist es wichtig, dass man eine Seite quasi sich holt. Und nicht in dieses Kreuzfeuer gerät. Was heißt das? Hä? Was ist denn das? Was heißt denn das? Keine Ahnung. Ach ja. Okay. Ich habe den Respekt vor dem Spiel verloren, darum habe ich auch kein Problem, ein bisschen Speicherladen Spamming zu machen. Also die verhalten sich definitiv intelligenter, aber dieses Hochchessen von Werten macht halt Taktik im Prinzip schwer bis unmöglich, wenn die hellsichtige Superhelden sind. Warum hat denn der zum Beispiel ein Ausrufezeichen? Ich verstehe es einfach nicht. Was heißt denn das?
Ich darf ihn nicht treffen, heißt das. 2x75, 2x nicht getroffen. Scheint mir jetzt ein schwer zu glaubender Zufall zu sein. Aiming. Moving. Enemy spotted. Okay. Also, dann lassen wir diese Versuche und gehen gleich hier hoch, was ich vorhatte. Okay. Und wenn wir es schaffen, mit dem Barry. Nee, das schaffen wir leider nicht. Halt, 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 halt! Das wollte ich überhaupt nicht. Weiß nicht, was das jetzt war. Den Barry nehme ich, wenn sie zusammengelaufen sind. Das macht gar keinen Sinn. Ich finde es aber auch doof, die Mod auszuschalten. Dann wäre das... Ja, wir machen das jetzt so weiter. Aber irgendwie, was mich schon fertig macht, ist, warum darf Mo den hier nicht treffen? Was spricht dagegen? Oh, jetzt hat's geklappt, seht ihr? Jetzt hat's geklappt. So sollte das sein. Aber jetzt haben die mich schon wieder bemerkt. Okay. Aber immerhin sind schon mal zwei Gegner weg. Schon mal besser als vorhin. Das nehmen wir jetzt an. Wir stehen ganz gut. Ja, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn er da oben zum Schuss kommt. Das hast du auch schon besser gemacht. Ja. Drei, nine to go. Und vor allem... Warum ich das jetzt hier halt mache, ist, wir wissen ja, dass von hier einige angelaufen sind und zwischen die und uns bringen wir jetzt einfach Abstand, um dieses tödliche Kreuzfeuer von vorhin zu vermeiden. What? Dann stellt sie es auch ganz anders dar auf einmal. Da kommt sie nicht dran, das glaube ich. I don't have a good shot. Das glaube ich auch. How can I assist? Yes? What is your wish? Probability of success is low. Hm. Das ist ja tatsächlich gar nichts hier. Mary Unger. What? Hier kann es natürlich schon wieder sein, dass von links gefeuert wird. Wir müssen jetzt ganz schnell die quasi überrollen. Irgendwie. Ich suche gerade nach der Raketenzahl. Aber da haben wir leider nicht sehr viele dabei. Gegen einen Gegner ist auch ein bisschen. Ich will nicht, dass der nächste da hochklettert. Yes. Die Chang ist da natürlich etwas eingeklemmt, gerade von ihren Kollegen. Going right now. Probieren wir es doch mal so.
Da ist er wenigstens nach links ein bisschen geschützt. I don't have a good shot. Leute, was ist denn los? That was pure luck. Für keinen guten Shot war das verdammt gut. Very Unger. With certainty. I have no clear shot. Ja, dann ist hier wirklich eine Granate angesagt. Und wenn wir Glück haben, explodieren auch noch die Autos ein bisschen, macht freie Sicht. Ja, die werden nächste Runde explodieren. Vielleicht möchte ja noch ein Gegner in Reichweite rennen. So haben wir immerhin schon 4 Gegner ausgeschaltet. 1, 2, 3, 4 von 12. Barry steht, das ist nicht gut. Nee, sie wird da nicht drankommen. I don't have a good shot. Target locked. Nein! Völliger Fehlschlag. Yes? Gibt nur einen Streifschuss. So, dass er nicht den anderen trifft. So. Da kommt sie nicht dran. Aber. Können wir gucken, was hier passiert. Vielleicht überlebt es dort ja. Gut. Ja, war trotzdem ein guter Kampfauftakt. Ein Drittel des Gegners besiegt. Der gegnerischen Kräfte, der macht mir Sorgen. Und es wird halt spannend, was da vom Rest der Map so auf uns zukommt. Aber erstmal hätten wir die Chance gehabt, ihn zu treffen. Er geht auch hoch. Na, wir haben ja noch einen Mo. Hey, da hat jemand aufgepasst. Und zwar Aimer. Der allerdings ist die Rache zu spüren bekommen. Oh! Kriesing auf. Ja, schöne Explosion. Leider war kein Gegner in der Nähe. So, ich möchte den Mo nicht zu lange da oben, da hinten lassen. Aber ich möchte auch diesen Gegner nicht leben lassen. Was können wir denn hier gerade tun? Kann sie vielleicht ihm hinterherklettern? Ah, fuck. Leider nicht. Unerreichbar. Ja, weil er genau hier sitzt. Das ist ein bisschen fies. Barry Unger. Kann da Barry was tun? Ja, Barry kann da was tun. Was für ein Wurf, oder? Wahnsinn! Dafür mag man Barry. Und er darf nochmal werfen. Aber vielleicht schafft es ein anderer jetzt. Muss ja nur einen Streifschuss noch. Ja, sieht schlecht aus. I await your command. Hm.
Yes? Eine zweite Barry-Granate wird's besiegeln, aber ist halt teuer. Aber eine Krisengranate ist nicht so teuer. Aber der schafft es nicht, da drauf zu werfen, oder? Doch. Hoffen wir mal, dass er dieses Mal besser wirft. Ja! 5 Gegner und wir sind als... Jetzt mal hier, Achtung, fertig und bewegt euch mal. Genau. What? So. I spotted a thing that wants an investigate. Das sieht doch wesentlich besser aus. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Und da ist... Oh, da ist auch noch was. Kommt man da dran? Ja. Okay. Können mal alle bitte in die Hocke gehen? Genau. Und auch die etwas langsameren unter uns nachstoßen. So, er allein. Der Lighty. Hat er hier keine Gefahr mehr? Nein, 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 nein. Yes? Könnte hier relativ viel abdecken. Okay. Wenn da ein Angriff käme. Das machen wir jetzt. Und wenn sie doch hier rumkommen, würde er das auch merken. Gut. Da einer allein immer problematisch ist. Ja, aber wir haben nicht so viel zu vergeben. Weil mein Plan ist jetzt... Ach, da kommt man gar nicht hoch. Jetzt hier... Das war natürlich doof, dass man da nicht darf. Dass wir uns das hier anschauen. Weil dann kontrollieren wir relativ gut das Schlachtfeld. Und natürlich könnte Mo... von da oben auch sehr viel Schaden anrichten. Allerdings... Moving. Jetzt schauen wir es uns mal an. Ready. Quiet. Going. Still undetected. I am but a dream in a slumbering world. Yes? Da ist natürlich nichts mehr übrig. Da war ja irgendwas. Ja, sieht auch nichts von da. Ne, dann brauche ich ihn anderswo. Das ist natürlich eine schöne Sache da oben. Vielleicht sollten wir da mal hin. Also ich denke, das ist unsere Abteilung Attacke. Und der Rest deckt. Okay. May the spirits hide me from the opposition. May the spirits hide me. Ja, auch, da war es die Riesenexplosion und die Gegner haben es vergessen irgendwie. Naja. Still undetected. So ist nur nicht das Team yes? zu weit auseinanderziehen. We have enemy. Keine Sicht, Überfall an Führer. Okay. Bleibt mal hier. What? I am but a dream in a slumbering world. Der ist da ungefähr. Moving. Ready. Going. Yes? Quiet. What? Affirmative. So. Ready. Okay.
approach will go unnoticed. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist, ob das der, der da runtergelaufen ist. Wir werden es gleich erfahren. Okay, dann haben wir jetzt mehrere Chancen. Fünf Gegner haben. Ah, fuck, warum durften wir da rausrennen? Überwachung fehlgeschlagen. Ja, Pech gehabt. Gut. Aber der kommt schon wieder. Und dann ist er noch nichts ahnend. Hm. Das wäre ja schön. Jetzt ist er, hat er es dummerweise bemerkt, ist überrascht. Dann sollte ihm in Deckung gehen. Und Barry. Mist. Lauert hier und Kriesing. Shot may compromise my position. Aiming. Ready to shoot. Das ist wirklich nur Last Ditch. So. Yes? I am but a dream in a slumbering world. May the spirits hide. Auseinanderziehen. Altes Problem. Granate. So. Also, immer noch nur 5 tote Gegner, aber 2 angeknabberte. Hätte natürlich besser laufen können. Da kommt er schon wieder. Jawohl! Lauf ruhig weiter. Danke. Lauf noch ein bisschen weiter. Danke. Au, wie wär's mal mit Treffen? Das sind ja hier Detonationen. Jetztle. 6 to go. 6 down, 6 to go. Ui, das sind mehr als ich gedacht hätte. Nicht gut. Oh, da, Kriesing hat einstecken müssen. Ja, jetzt geht's rund. Aber wir stehen so viel besser da als in der letzten Folge. Ich bin latent optimistisch. Hat der auf seine eigenen Leute? Ah ja, er wollte ihnen jetzt Deckung geben, der Leiche, dass sie geborgen werden kann. So. Ah, es ist, hier ist, das ist haarig. Aber zunächst mal positiv ist, wir haben nur noch 5 Gegner. Und von denen wissen wir von 2, wo sie sind. Und, oh, der ist bei diesem schweren Teil. Barry ist in guter Position. Es macht wirklich einen Unterschied, wo er hinwirft. Und da lohnt es sich, die teuren Dinger jetzt wirklich einzusetzen. Haben wir nämlich ein deutlich kleineres Problem hier. Sehr schön. Jetzt baue ich mit ihr einfach darauf, dass da nicht noch einer rumrennt. Going right now. Yes! Permanently.
So, zum Mitzählen, das war der 9. Gegner. Sind es nur noch 3 unterwegs. What is your wish? Understood. Und einer davon ist hier. Ein Scharfschütze, der aber nicht zu verstehen scheint, dass Mo gleich auf ihn zielen wird. Naja, Aimer, das ist nicht so beeindruckend. Entschuldigung, Aimer. So, es ist nur die Frage. Oder... Ja, da ist wahrscheinlich das in der, im Weg. Jetzt warten wir mal, ob ich den überhaupt brauche. Amy. Ready to shoot. Das ist nicht viel gebracht. Der ist halt hier auch schwer für ihn zu erreichen. Aber von hier müsste es deutlich besser gehen. Ich werde hier von einer Mücke malträtiert. Target locked. Ja, es hat jetzt nicht viel gebracht. Kill confirmed. 10. Sollten also nur noch 2 da sein. Yes. Und um mich auf die quasi einzurichten, habe ich es jetzt verbockt mal wieder. Naja. Ist noch die Chang übrig und der Krisin. Krisin könnte sich mal verbinden. Um ganz sicher zu gehen, dass hier keiner mehr ist. Ja. Auch sehr verlockend. Going right now. Laufe ich hier noch weiter, aber ich glaube, darf die das nicht bedienen oder will sie nicht? Aber der, wisst ihr, wer noch fehlt? Der Raketenmann. Der hockt bestimmt hier oder da drauf. Ready. Riesing verbindet sich diese Runde. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Wenn da jemand kommt, hat er jetzt echt Pech. With certainty. Acknowledged. Dr. Q here. A wise plan. Moving to position. Oder? Ich glaube nicht, dass da jemand kommt.
Going right now. Gut. What? Moving to position. Ready. Griesing ist verbunden. Hello. Yes. I will shoot at enemy when available. Ja, hier ist die Chance höher. Denke ich jetzt mir einfach. Yes? Trotzdem. Ist erhöhter. Going right now. Ist eine erhöhte Position immer sehr wertvoll, darum schicke ich ihn darum. Ja, und im Prinzip. Da ist ja nochmal eine saugute Stelle. Kann er mal hier hin. Ja, er deckt gar nicht so viel ab, wie ich dachte. Ist ja immer noch möglich, dass hier auch jemand kommt, gell? Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Hier habe ich ja angefangen. Also doch eher hier, würde ich vermuten. Dann kommen sie hier hoch. Yes. Und Aimer schnappt sich das große Teil. Ja, oh, das wäre ein Spaß, wenn da jetzt einer angerannt käme. Ja, auch nicht so wahnsinnig viel Sichtfeld. Und Mo kommt dahin, mittelfristig. Moving to position. Yes. Acknowledged. In my sight. Moving to position. What? Ich glaube nicht, dass da jemand kommt. I am in movement. Ja, aber von da oben lasse ich dann Mo schießen. Going right now. Und die haben das recht gut im Griff, wenn ich nicht gerade hier einer hochgerannt kommt. Weil er eigentlich das mit abdeckt, dann kann Lighty doch besser. Moving to position. Sich dahin setzen. Ja. Gut. Da kommt er. Das war sehr beeindruckend vom Sound her. Ja, da wäre ich besser geblieben, wie ich war. Yes? Aber der vorletzte Gegner hat sich keine sonderlich gute Position ausgesucht, möchte ich behaupten. Going full auto. Ah, hält aber was aus. Wow. I await your command. The spirits guide my hand. Ach, habe ich mich um einen verzählt. Ganz anders. Und im Prinzip, weil ich am Anfang nicht das Pech hatte, sondern mir das Glück aufgezwungen habe, wenigstens den ersten zu überraschen und den zweiten. Klar, ich habe viel geladen gespeichert, habe auch viel ausprobiert, aber sieht man halt. Naja, gut. Wichtige taktische Position. Wir haben noch ein bisschen Zeit. What is your wish? Let's go. Yes?
Ready. Heading out. We shall go. Heading out. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt unter Umständen schon nachgespendet wurde noch für die fürs Vollmachen der nächsten Woche, aber ich habe das Gefühl, mit 3 Folgen könnte was gehen. Let's move. Let's go. Ja, Medizin, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Ich frage mich jetzt nur, ob man hier auch Miliz anheuern kann. Das wäre natürlich super. Ist ja eine ideale mit diesen ganzen MGs. Eine ideale Verteidigungsposition. Also wenn man da, macht die Miliz natürlich nicht, aber wenn man sich hier, da ein, hier zwei, also da möchte ich nicht gegen angreifen müssen. Also der Barry Ungar könnte hier. Wer hat Schlosserwerkzeug? Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Er hat Schlosserwerkzeug. Und wieder so eine Dragunov, die aus irgendwelchen Gründen nichts bringt. Das ist ja traurig. Weil man die halt nicht in der Reichweite verbessern kann, das finde ich so perfide. Nee. Ich glaube, das werden wir niemals brauchen. I await your command. Noch mehr Medizin. What secrets will be revealed? I shall go. Hier waren wir noch nicht. Hinten können wir noch ein bisschen plündern. Dr. Q hier. Yes. We have agreement. Ja, kann man trainieren, sollten wir auch tun. Ist bald soweit. Kannst du hier wieder hin? I'm done here. Ja, ich habe den Kriesing irgendwie vergessen. Nein, mache ich jetzt, damit er verarztet werden kann.
Komm, gib her. Da müssen jetzt halt die nicht ganz so fähigen ran. Geht aber auch. Mal kurz anschauen. Ja, 5 Rekruten. Machen wir noch einmal. Dann haben wir da wieder eine äußerst starke Position. Und hier machen die meisten schon nichts mehr. Seien aber auch mal gegönnt. Hier gibt es Diamanthaie. Interessant. Ja, und dann müsste man halt jetzt gucken. Es kommt natürlich noch mal der Kriesing dran. Dass man so langsam sich jetzt die Veteranen holt, 40.000, naja, kriegen wir keinen 6er Trupp zusammen. Das wäre die nächste Station. Ja, wie schon vorhin gesagt, müssen uns das hier holen. Ich glaube, erst dann dürfen wir rüber. Doch, man darf auch einfach so rüber. Ja, auch lächerlich. Weil man kann schon auch schleichen. Also wir können echt ein bisschen versuchen, das Spiel auszutricksen auch. Ich glaube aber fast, dass wir hier durch müssen. Weiß nicht. Hier scheint man nicht durch zu können. Naja, dieser Weg ist eigentlich... Hier lang oder da lang? Ich weiß nicht, ob es hier nicht sogar schneller ging. Das sieht nicht gut aus. Das sieht so nach Minenfeld aus oder Grab. Hier kämen wir relativ schnell hin. Also, ausgeschlossen ist es nicht. Weil wenn wir hier lang gehen, das kenne ich, das Ding. Das ist so ein Sumpf mit so Pfahlbauten und so Wegen. Das ist eine schwierige Map. Aber das wäre natürlich auch ein guter Ausgangspunkt. Aber hier einfach durchmarschieren, dann rauf, das hätte auch was. Na, guckt mal hier, muss man dann so laufen. Also man kann auch nicht überall hinfahren. Hier ist nochmal eine Garnison. Hier ist eine Garnison. Ja, trotzdem. Hier so durch, das scheint mir der geradlinigste Weg zu sein. Hier ist das Flüchtlingslager. Sollen sie ruhig.
Und jetzt wäre es, glaube ich, lächerlich. Ja. Könnte man nur noch den einen zur Medite machen. Also Flüchtlingslager ist wieder erobert worden, was immer das bedeutet. Und hier haben wir in Kürze, ups. Hier haben wir 8 Veteranen. Ich glaube, dass die Kalina mal langsam hier den Nachschub holen darf. 5 Veteranen plus die Kalina. Das muss ja das Ziel sein. Also hier könnten wir uns schon gewissen, also Veteranen. Den Ivan möchte man natürlich in meinem Team haben, der ist zu teuer. Aber wenn man hier den Red, den Hitman ist nicht so schnell. Dr. Q, Nails, ist für eine Woche ist nicht so lang. Hätten wir 80.000. Können natürlich auch ein bisschen hier einfach Zeit verbaseln auf der Schütz gegen Kapitalismus, das ist so lustig. Auf der Karte, wisst ihr, da vergeht nicht viel Let's Play Zeit. Durch mein vieles Gerede viel mehr. Das ist auch nicht das Blödeste. Weil wenn wir sie erstmal anheuern, dann tickt die Uhr, weil uns dann das Geld ausgehen wird. Es gibt auch, glaube ich, nur noch eine Mine irgendwo. Wo war denn die letzte Mine? Hier. Oder gibt es hier noch eine? Ah, nee, es gibt auch hier noch eine. Das ist halt alles so langwierig. Ich würde mal sagen, wir holen uns die Diamanten mal schnell. Nachtclub in Landsbach. Ach nee, nicht die nächsten Verletzungen. Naja, kann man nichts machen. Dass wir uns die mal schnell holen hier. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Kaum. Treffsicherheit erhöhen. Würde ich jetzt am ehesten. Den Barry gönnen. Oder den Light hier auf 90 bringen. Das hat auch was. Just got better. Wo sind die Diamanten, die ich verkaufen möchte? Wo sind sie? Jemand muss sie doch mitgenommen haben. Ah, da ist noch eine Mine. Na, die holen wir uns. Ich glaube, da war irgendwas
Die ist ja noch nicht unter Feindkontrolle gerade. Ja, die holen wir uns noch. So, guck mal, was wir hier Sinnvolles mitnehmen können. Vor allem natürlich die Raketen, da wir noch viel Spaß mit haben. So ein Skandal, dass so ein Scharfschützengewehr gut ist, die kritische darf ich nicht vergessen. Kalina hat halt wenig Tragekapazität. Ja, 3x11 ist schon nicht doof. Im Truppvorrat kann es natürlich beliebig viel mitführen, das ist auch so ein bisschen lustig. Ja, genau, so. Und dann ziehen wir die nach. Und dann, die Zeit rennt. Ein bisschen. Journey is done. I'm ready for the next quest. Bisschen. Ja, wenn wir die noch nehmen würden. Ja, 2 Folgen sind wenig. 3 Folgen schon eher. Man holt die Söldner hier rein. Schickt sie sofort weiter. Das ist ja nur Kampagnenzeit, keine Spielzeit. Das lassen wir, außer es ginge wirklich im Vorbeigehen. Nicht, dass man da noch irgendeine Mission erfüllen muss. Ja, ich kann mich sogar erinnern, ja, da kämpfen, glaube ich, Neutrale gegen Angreifer und man kann sich mit ihnen irgendwie einigen. Und dann, das haben sie schon geschickt gemacht. Hier guckt man nicht durch, also man muss dann hier hin. Oh. Schauen wir mal. Schönen Sonntag noch oder Abend oder Montag. Nächste Woche ist die letzte. Ich freue mich drauf.